Tja, heute ist man nicht der nette, liebe Jan, der immer Blödsinn macht, sondern der eigentlich ziemlich verstörte und verärgerte Jan. Und zwar gehst du bei Clash of Clans in Clansuche rein, kannst du einfach reingeben, Terroristen, du findest hunderttausende Clans mit den Namen Terroristen, die Terroristen, der Terrorist oder was auch immer. Es wird aber noch heftiger, es wird wirklich noch heftiger. Das hört damit nicht auf. Gibst du zum Beispiel Taliban ein, findest du da auch welche. Und Taliban ist eine Terrororganisation. Eine Terrororganisation wie Al-Qaida, wie ISIS oder was auch immer. Und das sind Terrororganisationen, die Menschen ermorden, die Menschen quälen, die keine Rücksicht nehmen. Und das findet sich in einem Game für Kinder, Jugendliche oder was auch immer wieder. Und das, obwohl ich und andere Leute den Support mehrfach angeschrieben haben und uns mitgeteilt worden ist, ja, wir sorgen dafür und wir lassen das nicht zu, alles drum und dran. Du findest nach wie vor diese Sachen. Und ganz heftig ist, dass du nach wie vor solche Sachen findest. Und ich guck genau hin. Jetzt klickt man hier auf diesen hier drauf und guckt euch nochmal an. 8 Mitglieder haben die da drin. Frankfurt am Main Terrorgruppe. Da ist eine Bombe abgebildet, da ist ein Flugzeug abgebildet. Hallo, liebe Leute, was soll das? Wieso lässt man als Subort sowas zu? Es entzieht sich meinem kompletten Verständnis. Ich reg mich da wirklich drüber auf, weil das ist nicht normal. Genauso wie hier das Taliban. We will bump you and your family. We are Taliban. Ja, Freunde, das geht ja gar nicht. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall an die nötigen Stellen, die es natürlich in Deutschland gibt, mich wenden, weil das ist nicht möglich, dass in einem Game solche Sachen sich wiederfinden. Besonders wir haben 3 oder 4 Mal hingeschrieben, haben gesagt, Leute, löscht den Kram und dann ist gut, ne? Aber es wird nichts gemacht.